Muffins. Nicht nur Quark, sondern auch mal Feines zu essen. Kochbattle. Ganz selten finden, wobei ich hab's gefunden. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute mal wieder was zum Thema feine Fitnessküche und zwar Lachs-Muffins. Und dazu benötigt man Rotlachs. Und zwar Rotlachs aus der Dose. Gibt's bei unseren russischen Freunden, und zwar bei unseren russischen Freunden in der sogenannten Spezialecke, in der Delikatessen-Ecke. Das werdet ihr in deutschen Supermärkten in der Regel ganz selten finden, wobei ich habe es gefunden. Im Realmarkt, und zwar da in der russischen Ecke, Spezialitäten-Ecke. 5x2 Gramm sind 1000 Gramm. 10 Esslöffel Haferflocken. 2 große Paprika, schön klein gemacht. 5 Volleier. Wer möchte, kann natürlich auch das Eigelb drin und kann etwas weniger Eigelb nehmen. Und eine Spezialmischung an Kräuter, da sind auf jeden Fall ein Teelöffel Dill mit dabei und dann halt feine Kräuter. Und 2 große rote Zwiebeln, ne, nicht 1,5 große rote Zwiebeln, ca. 10 Esslöffel und 2 Knoblauchzehen. Und jetzt geht's gleich los. Was wir dazu brauchen, ist eine Küchenmaschine. Für alle Handarbeiter, ihr könnt es natürlich auch gerne mit den Händen machen. Und wir brauchen... Genau. Muffins formen. Und jetzt geht's gleich los. Ab in meine Kenwood. Habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Geht gleich los. Alles schon in der Schüssel, wie es sich hingehört. Dann Deckelchen drauf. Und jetzt hier. So. Genau. Hallo Kameramann. Ups. 30 Sekunden. Einmal anhalten, aufmachen, ups, reingucken. Vielleicht nochmal hier mit dem Löffel ein bisschen nach innen, aber das ist schon fertig. Zubereitungszeit. Die Sachen zusammenschnüpfen, das waren gerade mal 10 Minuten. Maximal 10 Minuten. Das war alles. Vorbereitungszeit. Backofen, vorheizen, nicht vergessen. 150 Grad, vorheizen, Ober-Unterhitze. Und danach geht es 40 Minuten im Backofen. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kommt die Feinarbeit. Und zwar, jetzt werden die Muffinsformen gefüllt. Auch das geht recht schnell und fix. Drücken, wo noch was reinpasst, passt noch was rein. An der ganzen Geschichte ist Folgendes. Das kann man nicht nur warm essen, sondern perfekte Fingerfood für unterwegs, lässt sich hervorragend auch am nächsten Tag noch essen. Und jetzt Kameramann hier! Und nicht vergessen, das ist Fingerfood, wo man nicht nachher das ganze Auto komplett frisch saugen muss, sondern man hat hier auch eine Fingerfood, die sich perfekt im Auto essen, sogar während dem Fahren. Oh, darf man das überhaupt? Da gibt es einen Punkt in Flensburg. Kameramann? Weißt du nicht? Ich auch nicht. Ich gehe ins Geschäft und da haben wir eine Kantine und da gibt es sowas nicht. Tatsächlich. Wie wäre es denn, wenn man es zu Hause macht? Was machen, liebe Männer? Wer gut aussehen will, der muss auch ein bisschen was tun für sich. Und so, nochmal. Better Bodies Kitchen. Better Bodies Kitchen. Better Bodies. Diejenigen, die der englischen Sprache her sind, wissen, was das heißt. Und ich gebe noch dazu Kitchen. Schmeckt sogar so. Backofen ist vorgeheizt, jetzt geht's ab im Backofen. Einmal hier oben, einmal hier unten. Deckel zu, 40 Minuten vorgeheizter Backofen. Noch einmal, Ober-Unterhitze 150 Grad. Circa 40 Minuten. Ich kenne euren Backofen nicht. Die 40 Minuten sind vorbei. Überraschung! Tada! Tada! Einmal und zweimal. So,
Und fertig sind sie. Schon sind sie fertig und schon werde ich mir das gleich im Mund verbrennen. Wie immer. Dampft noch. Herrlich, das war's schon. Von Andreas Riedbacher, Personal aus Karlsruhe, der sich jedes Mal beim Muffins essen den Mund verbrennt. Bis bald. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.